Viele Besucher des Naturkundemuseums Karlsruhe fragen sich, wie die Seepferdchen ins Museum kommen. Werden sie im Meer gefangen oder extra gezüchtet? Das fragen wir unseren Tierpfleger Alex. Also tatsächlich war es früher so, dass man Seepferdchen viel gefangen hat für die Aquaristik. Mittlerweile sind wir schon so weit in vielen Aquarien, auch hier im Naturkundemuseum in Karlsruhe, dass wir die Seepferdchen selber züchten. Und die Tiere, die wir hier zeigen, sind eigene Nachzuchten. Das heißt, die sind hier geboren, die Eltern von denen sind hier geboren. Und mittlerweile sind wir sehr erfolgreich, was die Zucht von Seepferdchen, Seenadeln und anderen Korallenfischen angeht. So dass wir jetzt nicht mehr auf diese sogenannten Wildfänge angewiesen sind. Mittlerweile lassen sich Seepferdchen wirklich sehr gut nachziehen. Super, können wir uns die Zucht auch mal näher anschauen? Aber natürlich. Die Zucht befindet sich, oder die Aufzucht von den Jungtieren befindet sich allerdings im Keller, hinter den Kulissen. Da, wo leider die Besucher nicht hingehen können, weil die Aufzucht von jungen Seepferdchen, obwohl sie machbar ist, auch nicht so einfach ist. Und das Interessante bei Seepferdchen und bei der ganzen Familie von den Seepferdchen ist, dass die männlichen Tiere die Jungen bekommen. Ja, das heißt, das Weibchen überträgt dem Männchen Eier in eine Tasche und er brütet sie dann in diese Tasche aus. Und diese Schwangerschaft, sage ich jetzt mal, dauert zwischen 10 und 12 Tage. Sind, wie gesagt, mit einem halben Jahr sind sie schon geschlechtsreif. Und wenn sie dann geschlechtsreif sind, dann haben sie tatsächlich alle 15 bis 20 Tage haben sie dann Junge. Also die Vermehrungsrate bei denen ist sehr, sehr groß und sehr gut. Sie kümmern sich aber auch nicht um die Jungtiere. Das heißt, das Männchen lässt die Jungtiere normalerweise morgens früh raus aus der Tasche. Und ab da sind die Tiere selbstständig. Ja, und die sehen aus wie eine Kopie von den Eltern, nur im Kleinformat. Super, vielen Dank dir, Alex. Ja, bitteschön.